Das Wort hat der Kollege Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wenig reibe ich mir bei dieser Debatte hier schon die Augen. Da lese ich, unser Bundestagspräsident sagt am 28.01.2010, ich zitiere, spätestens vor anderthalb Jahren haben wir beim drohenden Kollaps der internationalen Finanzmärkte erkannt, dass wir Regelungen für zulässige internationale Finanzgeschäfte durchsetzen müssen. Vor eineinhalb Jahren haben wir erkannt, wen weint der Präsident des Deutschen Bundestags mit wir? Offensichtlich Sie von der Koalition nicht, weil Sie haben es nicht erkannt, sonst hätten wir heute nicht die Situation, dass wir immer noch darüber reden, gibt es jetzt eine Finanztransaktionssteuer oder gibt es sie nicht? Müssen wir regeln oder müssen wir nicht regeln? Die FDP würde am liebsten überhaupt nicht regeln, die schwimmt ja nur mitten im allgemeinen Mainstream. Das ist doch die Realität. Dann sagt Herr Köhler am 28.01., die Politik muss ihr Primat über die Finanzmärkte zurückgewinnen. Sie hat den Interessen der Finanzmarktakteure zu viel Raum ohne Regeln überlassen. Ja, meine Damen und Herren, als Oskar Lafontaine hier das an diesem Tisch vor zwei Jahren gesagt haben, da hat sich hier keine Hand gerührt, da haben Sie den Kopf geschüttelt über das, was von Lafontaine gesagt wurde. Und meine Damen und Herren, warum ich mir die Augen reibe, ist die Tatsache, dass vor 12 Jahren auch der Rücktritt von Lafontaine damit zusammenhing, dass nicht mal seine eigene Partei die Regulierung, die Finanzmärkte mitmachen wollte. Das ist die Realität. Und jetzt diskutieren wir endlich über das, was notwendig ist. Und ich möchte ausdrücklich sagen, Herr Friedrich, jetzt ist er ja nicht mehr da, doch, da ist er noch, Herr Friedrich, ich möchte Ihnen ausdrücklich zustimmen. Sie sagen in der Süddeutschen Zeitung am 28.01. haben Sie gesagt, wir verlangen harte und umgehende Konsequenzen für die Regulierung der Finanzmärkte. Ja, da stimmen wir Ihnen zu. Aber Sie sind eine Regierung und keine Appellierung. Sie müssen handeln und nicht nur immer fordern, was die anderen zu tun hätten. Meine Damen und Herren, was vollkommen zu kurz kommt in dieser Debatte, ist die Frage, wo sind eigentlich die Ursachen dieser Krise? Da wird von den Finanzmärkten natürlich, aber ich sage Ihnen, die eigentliche Ursache haben wir zum großen Teil als Bundesrepublik Deutschland mit verursacht. Die eigentlichen Probleme mit verursacht. Wir haben ein Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft von 1967. Und in diesem Gesetz heißt es, dass wir Maßnahmen zur Erhaltung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu organisieren hätten. Vor allen Dingen der Bund und die Länder. Und dort heißt es, ich zitiere, die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und zu außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beizutragen haben. Wo ist eigentlich, meine Damen und Herren, das außenwirtschaftliche Gleichgewicht? Ist Ihnen entgangen, meine Damen und Herren, dass wir von 2000 bis 2008 Außenhandelsüberschüsse von ca. 1,3 Billionen Euro gegenüber anderen Ländern angehäuft haben? Was heißt das? Das heißt, wir verkaufen viel mehr, als wir importieren. Und es bedeutet natürlich, dass die Länder, die bei uns kaufen, irgendwann das Geld ausgeht, wenn sie nicht gleichzeitig ihre Waren oder Dienstleistungen an uns verkaufen können. Warum funktioniert es nicht, dass sie an uns verkaufen können? Weil sie diese Außenhandelsorientierung durchgesetzt haben damit, dass sie bei uns permanent die Löhne gedrückt haben, dass sie bei uns permanent die Arbeitsbedingungen so verschlechtert haben, dass die Löhne billiger werden und im Ergebnis natürlich die bundesrepublikanische Nachfrage nicht mehr so ist, dass sie tatsächlich auch die Importe entsprechend gewährleisten können. Das ist unser Problem. Und das nehmen Sie nicht mal zur Kenntnis. Das Ganze würde ja nur funktionieren, jetzt bleiben wir mal beim Griechen, wenn wir aufgrund der Tatsache, dass bei uns die Löhne mit der wirtschaftlichen Entwicklung mitgehalten hätten, mehr griechischen Wein, was weiß ich, spanische Oliven oder portugiesische Sardinen gekauft hätten. Wenn wir also tatsächlich dazu beigetragen hätten, dass wir mit unserer Kaufkraft hier tatsächlich auch, ja, ich sage, die Importe fördern können, das konnten wir nicht. Ihre Lohnsenkungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland hat für diese Situation, in dieser Situation ihre Ursache. Die sinkenden Löhne
sind verantwortlich für die Ungleichgewichte in Europa. Die deutschen Arbeitnehmer, die deutschen Rentner, die deutschen Studenten und auch die deutschen Arbeitslosen haben letztendlich das finanziert, was bei den Exporteuren, bei den Unternehmen gelandet ist. Und das ist mit die Ursache für die Ungleichgewichte in Europa. So, und was machen Sie jetzt? Jetzt schlagen Sie vor, dass die Länder doch bitte schön mehr sparen sollen als bisher. Ja, wie sollen denn die das machen? Jeder weiß, dass die Maßnahmen, die Griechenland ergreifen muss, mit unseren Forderungen dazu führen, dass das Wachstum in Griechenland abstürzen wird. Jeder weiß, dass das, was wir von Portugal, von Spanien fordern, dazu führen wird, dass das Wirtschaftswachstum abstürzen wird. Und jeder weiß auch, meine Damen und Herren, dass das, was Sie den Griechen zumuten, was Sie den Portugiesen zumuten, den Spaniern zumuten, auch bei uns in der Bundesrepublik geplant ist. Auch bei uns wollen Sie die Sanierung letztendlich auf diese Art und Weise durchsetzen. Und deshalb fordere ich hier an dieser Stelle von der Bundesregierung eine ganz klare Aussage zu folgendem Punkt. Geben Sie eine Garantie ab, dass die Milliarden von Geldern, die wir bereitstellen für die Rettung des Euros, nicht durch eine Kürzung der Sozialhaushalte in der Bundesrepublik Deutschland finanziert werden. Diese Garantie fordern wir von Ihnen ab. Geben Sie die Garantie nicht ab, dann wird offensichtlich das zur Realität, was einige von Ihnen wenigstens ehrlicherweise schon sagen. Zum Beispiel Herr Seehofer in Bayern, der sagt, 10% Kürzung der Haushalte ist ja gar nicht so schlecht. Oder Herr Koch, der sagt, geben halt an die Bildung oder an die Plätze für Kindertagesstätten. Wenn Sie diese Garantie nicht abgeben, heißt das, dass die Bürger Deutschlands zweimal dafür zahlen, für die Ungleichgewichte, die wir in Europa haben. Sie zahlen durch sinkende Löhne, durch sinkende Renten, durch sinkende Transfereinkommen. Und sie zahlen zum zweiten Mal mit der Zerstörung ihres Sozialstaats. Da werden wir Linken nicht mitspielen, meine Damen und Herren.